Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Atari 2600 Game und zwar Joyride. An meiner Seite die Freude auf zwei Beinen, der großartige Starkiller. Und ich bin es, der billige Ritt von nebenan, euer Mr. Venom 1974. Das ist Joyride, das ist ein Homebrew Game auf dem Atari 2600. Du hattest schon so offscreen vermutet, es ist Frogger. Ja, es könnten ja schließlich Autos sein. Und übrigens, man bezeichnet mich manchmal auch gerne als die Freude in Dreibeinen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, es geht los. Ui, wir fahren mit unserem Hover-Mofa in ein Quadrat rein. Ja, genau. In ein Rechteck. Da, darum geht's. Also, du hast das Spielprinzip schon verstanden. Mhm. Es ist so eine Art hier, was ich, ein Grand Prix der Mathematik oder bloß ohne Zahlen oder was? Nein, das ist nicht, obwohl Math Grand Prix müssen wir auch mal zocken. Natürlich. Bringst mich gerade auf ganz geile Ideen. Oder besteht das Ziel darin, einfach das blaue Rechteck immer zu treffen? Nee, es geht dann eigentlich bist du gut darin. Es geht eigentlich darum, das siehst du nicht, es gibt kleine Minipunkte zum Einsammeln, da zum Beispiel. Ach, da. So. Und dann sollte man möglichst gleich reagieren, aber wie ich gesehen habe, dann hast du noch so ein Ding, erstmal eine Pause, ist klar, weil dann geht er wahrscheinlich seinen Mofa upgraden beim Punkt. Mhm. Und bleiben zufällig die ganzen Rechtecke dann einfach stehen in dieser Zeit. Ja, das ist Bullet Time. Da sagt er zu denen, bleibt mal stehen, ich muss mal meinen Mofa wieder reparieren. Genau. Da rauchen sie mal eine und gehen vielleicht mal pullern, aber ansonsten, was passiert da? Nix. Und Rauchen kann natürlich tödlich sein, liebe Freunde da draußen. Ja, kann nicht nur, sondern wird es auch. Ah. Ich will auch mal weiterkommen. Also ich weiß schon mal, dass ich mit dir nie wieder Roller fahren werde. Ich glaube nicht, dass das irgendwie nötig ist, aber... Und wenn das so weitergeht, werde ich irgendwann mit dir Schlitten fahren. Ja. Das bringt mich auf die Idee. Wintergames, da übrigens im Hintergrund, das soll eine Stadt darstellen, die da sich langsam... Nicht irgendwie eine kaputte Arkanoid-Wand oder so. Das wäre nämlich meine nächste Vermutung gewesen. Irgendwie so eine Mischung aus Motorradrennen und Breakout-Clone. Wenn du dann so ein Ziel erreicht hast, dann musst du halt mit einem Roller oder mit den Kugeln, die du gesammelt hast, dann oben die ganzen Blöcke zerstören. Ja, ich glaube, was du jetzt beschreibst, wäre jetzt die Atari 2600 Version von Schlag den Raab, aber... Ja, oder sowas. Und dann wäre bei 15 Spielen mit 42 Zähnen. Nee, das ist Gabi Dom, aber egal. Weil die meisten Zuschauer werden sie ja nicht mehr kennen. Doch, ich weiß, alle von euch haben die DVD-Kollektion der Schwarzwaldklinik bei sich auf dem Sims da stehen. Mhm. Und es ist, ich gebe einen Tipp, es ist nicht Sascha Hehn. Nee, der hatte nur 30 Zähne. Und war tatsächlich mal die Synchronstimme von He-Man. Echt? Ja. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit He-Man nie so warm gewesen bin. He-Man! Diskutiere ich übrigens mit mir noch, ob ich mir tatsächlich mal die Komplett-Box hole. Die kostet mir nur noch irgendwie 40 Tacken. Mhm. Natürlich mit den Belehrungen immer zum Schluss. Ja, klar. Ja. So, Mist! Ganz wichtig. Mist! Ich glaube, da hätten wir es gepackt. Ich glaube, drei Punkte und dann gehst du in den Warp-Modus oder so. Wie Warp-Modus? Geht's dann noch schneller? Das möchte ich dir gerne einmal zeigen. Dann haben wir dieses Spiel nämlich auch gelöst. Aha. Ja gut, da kann ich nicht viel machen. Dann heißt das hier irgendwie Mr. Chekhov Warp 9 oder was? Ja, wahrscheinlich ist das Star Trek 4. Zurück in die Vergangenheit. Oder quatscht auch mit der Maus. Mhm. Genau, viele Grüße an Mr. Scotty. Wobei natürlich auffallend ist, er spricht natürlich mit einer Apple-Maus. Ja, klar. Mhm. Wobei ursprünglich sollte ja ein Amiga 1000 dastehen, aber Commodore wollte kein Gerät zur Verfügung stellen, sondern die wollten natürlich, dass die Produzenten das Gerät kaufen. Schon damals haben sie scheiß Marketing betrieben. Auch wieder geschickt. Mhm. War das noch Jack Tramiel oder war das schon... Kann sein, das weiß ich Der nicht. Der ist ja bekannt für gute Entscheidungen. Mhm. Ah. Warum kriege ich das denn nicht hin? Achso, weil das so toll ist, das Spiel, Entschuldigung. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hast du den Schwierigkeitshebel an der falschen Stelle. Ich glaube, es hat gar keinen... Hat, glaube ich, nur einen. Natürlich fährst du schon wieder da rein. Ich gebe dir mal einen Tipp so als Beobachter. Vermeide mal die oberen Rechtecke. Mach ich. Jetzt können wir wahrscheinlich unten nicht weiter. Pass mal auf. Ja, das würde mich nicht wundern.
Da ist ein Punkt. Ja. Da ist ein Punkt. Ah, jetzt wird's spannend. Trommelwirbel, da ist ein Punkt. Nein! Nein! Das ist doch spannend, ne? Ja, ich geh mal kurz kochen. Warum? Weil ich Hunger hab. Wo ist ja sonst immer ein Pizzadienst? Ja, aber ich war in Oberhausen. Mit einem Pizzadienst? Nein, Geld ausgeben. Mit einem Pizzadienst? Bevor die Frage kommt, weder für Pizzadienst noch für Nutten. Ich hätte mir gewundert, wenn du mit dem Pizzadienst auch zu Nutten gehst. Natürlich, Bezahlung mit Naturalien, weißt du schon. Genau, die andere Version von Handgeld oder was. Also jetzt wird's aber, also meine Damen und Herren da draußen, jetzt wird's aber hier, ne? Ja, du weißt ja schon, wie es ist. Ne? Sonderangebot. Ich biete dir einen für 30 Euro oder 4 Pizzen. Dann nehme ich die 4 Pizzen. Habe ich mehr von. Die kann man einfrieren. Das hat einen Rauch, aber... Ist halt die Frage, was bringt dann mehr Sinn? So, das heißt, glaube ich, Nummer 2, kann das sein? Nein, nein, Nummer 1. Du siehst das unten. Unten hinter der Zahl. Ach, da unten. Boah, wie schnell ist Ellen? Alter. Ich höre ja gar nichts mehr auf die Kette. Falls ihr übrigens das gerade merkt, das ist random. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Kann man nicht unbedingt auswendig lernen. Sonst hätte ich das schon getan, natürlich. Immer für den Dackel, immer für den Verein. Alles für den Hund. Weiß ich gar nicht. Kann ich euch das nicht zeigen? Dieses großartige Finale? Oh. Mein Gott, ey. Ja. Du fährst ja so gut, echt. Also sollst du mit dem Roller unbedingt auf der Autobahn fahren. Ja, vor allem im Gegenverkehr. Ja, oder zumindest auf dem linken Streifen. Das ist bestimmt ein ganz harter. Oder vielleicht ist es eine Folge von Jackass. Ja, oder das? Na gut, der wäre dann mit dem Einkaufswagen auf der Autobahn. Jetzt hast du es verpasst. Das ist auch geil. Deswegen kauft dieses Spiel, weil das ist unglaublich gut. Mhm. Natürlich die Frage, die sich mir jetzt an dieser Stelle stellt. Wir wissen ja, dank Windows 8.1 und Skype höre ich nichts. Wie ist denn der Sound? Das doch ist so kalt. Mhm. Also man hat immerhin irgendwas zu hören. Das Spiel nehmen wir im Winter auf. Mhm. Draußen liegt 5 Meter Schnee übrigens. Ich komme jetzt nicht aus dem Haus raus, deshalb muss ich den Scheiß mit dir aufnehmen. Ist ja auch, muss man ja sagen, ist ja auch wirklich ein geiler Titel, also. Ja, es ist ein Jahrtausendtitel, ne? Ja, habe ich schon erwähnt, das ist ein Homebrew-Titel, der, glaube ich, tatsächlich sogar verkauft wird. Und ich befürchte fast, dass die Leute dafür zweistellig zahlen. Ich glaube ja. Ist ja auch sowas, was ich bei den Homebrewern immer so geil finde. Mhm. Das ist im ColecoVision-Bereich, da ist das immer richtig geil. Da gibt es dann so irgendwie Games, die es schon für alle anderen Systeme gab und dann eben halt konvertiert nur. Mhm. Da kann man ja gerne mal so 50 Euro verlangen, ne? Ja, klar, natürlich. Zuzüglich Porto natürlich. Wieso denn auch inklusiv, ne? Warum denn? Warum sollten wir Porto inklusive tun? Und dann immer so schon als Limited Edition. Limitiert auf ein Stück. Jetzt nimm das Ding so. Jetzt nimm das Ding so. So, jetzt hoffen wir, dass wir ein bisschen Glück haben. Jetzt kommt natürlich keiner mehr. Natürlich nicht. Da oben ist einer. Der war zu gefährlich. Du hast nur 3 gehabt. Muss man 4 haben? Weiß ich, du spielst das, nicht ich. Warum sagt mir denn keiner was? Das ist übrigens Open World, falls das einer wissen will. Stimmt. Was ja keiner weiß, also ich habe das ein bisschen recherchiert gerade. Im Hintergrund wird dann natürlich die Welt einfach in Echtzeit weiter berechnet. Und da wird es dann natürlich auf Modul gespeichert, damit man natürlich dann wieder zurückfahren kann. Ja, so dieses Minecraft-Prinzip. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt kommt das Wunder von Castrop Rauxel. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ist doch ein Scheiß. Ist das schon wieder fast so gut? Ist er fast so gut wie Mad Max? Ja. Hm? Ja, also ich erkenne auch Mel Gibson.
Wobei es in dem sein Auto ein bisschen komisch aussieht, aber ansonsten, ja. Na gut, der ist jetzt mal ganz cool. Jetzt ist er so Biker from Hell. Ach, das ist doch ein Scheiß. Ja, die Steuerung ist übrigens auch ganz großartig. Übrigens auch ganz großartig. Reagiert sofort. Instant. So mit 5 Sekunden Abstand, aber mein Gott. Hat es von diesem Spiel andere Versionen gegeben? Ich hoffe nicht. Vielleicht doch auf dem C64, weil dann hätte ich einen Wunsch an jemanden. Wir sind übrigens ganz toll, vielleicht für die Leute, weil das sind schon 10 Minuten. Es fühlt sich gerade länger an als Frankie Goes to Hollywood. Das heißt was. Mhm. Ich habe ein neues Trauma. Joyride. Ist Frankie doch nicht so schlimm hier, oder wie? Nee. Richtigen schlechten Games kommen nur von Roxette. Schlimmste war ja immer, als der Kerl gesungen hat. Boah, war das scheiße. She's got the look. Nee, der hat auch wirklich noch eigene Songs gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie da irgendwie gerade ausgestiegen war und wieder hin und rein und raus und hier und... Ja gut, boah, die war schlecht. Sie war ja zwischendurch erkrankt. Da hat er wahrscheinlich sein Solo weitergemacht. Ja, das hätte er nicht tun sollen. Ja, ist spannend, ne? Mhm. Wo wir ja gerade so beim Thema Joyride und Roxette und Gesang sind. Ich habe sie auch tatsächlich mal live auf der Bühne gesehen, die beiden. Und? Auch wenn ich nicht Fan der Musik bin, war schon beeindruckend. Wieso nicht Fan der das Musik? War kurz, ich bin kein großer Fan von der Roxette-Musik, aber es war kurz nachdem sie wieder ihr Comeback hatte nach ihrer Krankheit. Ja. Und war halt schon, sagen wir so, die meisten Zuschauer hatten dann schon feuchte Augen teilweise. Okay. Ja, war wirklich so kurz nach der Chemotherapie, wo sie sich dann langsam wieder aufgerappelt hatte. Komm. Weiß nicht, weißt du das? Sind das jetzt Geschwister oder was? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Weil irgendwie hieß es am Anfang sein Geschwister, aber dann hieß es wieder doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Roxette-Fan hier, der mal kurz lesen und schreiben gelernt hat. Der könnte das mal gerne unten in die Kommentare eintragen. Ja, er musste das aber in Schwedisch, glaube ich, fragen. Und dann darauf hinweisen, du meinst nicht, aber... Möderbröt Roxette, Bruder oder Schwester, ne? Kommentare, Möderbröte. Mimi. Powered by IKEA. Genau. Wahnsinn. Schreibt es mit eurem IKEA... Kugelschreiber, nein, das sind nur Bleistifte, die sie haben. Baut es nach mit eurem Regal. Euer Billy Kugelschreiber. Komm, den kriegst du. So, jetzt aber. Ich will das nach Hause bringen. Ja, ich will auch, dass du es nach Hause bringst, dann ist es endlich vorbei. Jetzt wird es aber unnötig spannend. Ich glaube, da gibt's nichts mehr. Was war das denn jetzt? Ah, da habe ich eine Smart Bomb! Aha! Ah! Sammelst du nur Smart Bombs auf jetzt? Bomb the Base! Das mutiert langsam zum Endlos LP. Begeisterung. Weißt du, warum mich das erinnert? Woran? An Spieler auf dem Videopack. Komm, so schlecht waren die auch nicht. Nee, ich meine die Blöcke. Ja, so schlecht waren die auch nicht. Die Blöcke. Und die Spieler auf dem Videopack. Vielleicht können ja mal Leute irgendwie, die draußen nichts anderes tun, können ja vielleicht mal eine Story für dieses Game machen. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen epischer. Warum genau, machen wir so ein Storyboard hier. Warum der in dieser apokalyptischen, und das kann es ja nur sein, Welt da seine Vespa malträtiert. Und wir meinen damit natürlich nicht Prinzessin Vespa. Was ist das denn? Prinzessin Vespa, kennst du nicht? Welche alte Kamellen holst du denn jetzt hier raus? Das kennt das Spaceballs nicht. Ach so, sicher. Auf einmal jetzt. Ja, nur weil du den Film mitsprechen kannst. Ja, konnte ich mal.
Ist aber schon ein paar Monate her. Wer kann ja auch eine Highscore-Challenge machen. Wir spielen Joyride. Wir haben 15 Minuten um übrigens. Es sind ja nur 15 Minuten aufnehmen. Richtig. So, letzter Run. Ich warte nur auf den ersten Kommentar, der dann sagt, lieber Starkiller, dann kommentieren halt die Klappe. Das wäre jetzt aber schon mal nicht die Satzstellung, die verwenden. Doch, das wäre genau die Satzstellung, die verwenden. Mach doch nicht die Hater so kaputt. Können doch nichts anderes. Viele Grüße an Kevin. Kevin ist ja ein Fan. Ist ein Vollidiot, aber ein Fan. Muss man auch mal ehrlich sein. Na gut, der Kevin mag ein Vollidiot sein, aber der andere da, der Johnny, wird immer ein Depp sein. So, jetzt mach ich hier mal. Bin ich vielleicht dann doch im nächsten Level. So, jetzt hier fährst du eine Kamikaze oder was? Ja! Ja! Yeah, schafft! Alles erreicht. Achievement! Ja, das war Joyride. Hat extrem Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ich glaub's dir aufs Wort. Mir hat's Spaß gemacht, das Ding zu beobachten. Das macht Spaß. Das war prima. War Spaß. Ich mach mich nass. Ha. Ich bin Gas, ich will Spaß. War noch Jürgen Markus, ne? Oder nur Markus. Nee, stimmt, genau. Also der, genau, eine andere Flitzpiepe, die das Nena, von der Nena, ja, genau. Das Nena-Äquivalent, genau. Das männliche Nena-Äquivalent. Ja, sind wir schon wieder bei australischer Musik, ne? Kylie Minogue und Jason Donovan so ungefähr. Bald kommen Nachbarn übrigens. Und meine Nachbarn kommen jetzt schon. Ich lasse das einfach mal so stehen. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das war Atari 2000. Homebrew Joyride. Geiles Ding. Total. Muss jeder haben. Ich glaube, auf dem Vatara wäre das genial. Auf dem Tiger Gamecom wäre es genial. Und auf dem Teil 2600 ist es suboptimal. So, jetzt sagst du noch, um alle Leute anzupissen, auf dem Atari ST wäre es passend. Klar. Okay, da wär's. Ich kann es mir auch in Monochrom vorstellen. Obwohl, der wäre soundtechnisch nicht so gut. Das garantiert. Und auf Schneider wäre es langsamer. Ja, aber dafür bunter. Nichts gegen die Farbpalette eines Schneiders. Mhm. Einzig und allein die C64-Version wäre passabel. Ja. Macht ihr draußen das mal. Ja, ich würde sagen, wir machen das nächste Game. Ich habe keine Lust mehr. Sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.